Heute möchte ich eine Person, eine Frau des Glaubens, nämlich Ruth, vorstellen. Mein Leitwert für diesen Vortrag ist der Vers 16 aus Kapitel 1, den möchten wir einmal gemeinsam lesen. Bitte. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dir verlassen soll und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ja. Zuerst möchte ich über Ruths Leben mit einem Factual Study beginnen. Aber davor ein paar allgemeine Informationen zu dem Buch Ruth. Es wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vor Christus geschrieben und es handelt in der Zeit der Richter. Dies war eine dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Einmal zur Zeit der Richter. Tat das Volk Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen Gott und dienten anstatt dessen dem Baalen. Die Zeit der Richter begann mit dem Tod Josuas und Israel versuchte in dieser Zeit sein Leben im verheißenen Land ohne Gott zu meistern. Aber im Anschluss an das Buch Richter kommt ein kleines Licht, nämlich das Buch Ruth. Und hier ist eine Zeitleiste. Und hier ist die Zeit der Richter mit Ruth, Deborah, Gideon und auch anderen Glaubenshelden, die hier in dem Bild abgebildet sind. Danach folgen die Könige Israels und die Propheten. Ja, ein interessantes Merkmal in dem Buch ist, dass Gott kaum vorkommt. Die Charaktere sprechen zwar über ihn, aber der Autor schreibt kein einziges Mal Gott, darüber, wie Gott etwas aktiv in der Geschichte tut. Und da sehen wir auch schon, dass Gott in seiner Souveränität im Hintergrund auch arbeitet. Das Ziel des Buches ist, in einer Zeit der Verantwortungslosigkeit in der Geschichte Israels zu einem verantwortlichen Leben aufzurufen. Und auch in dieser Zeit ist das ziemlich wichtig. Ja, in Kapitel 1 fliehen oder gehen Naomi und auch Ruth zusammen nach Bethlehem, denn in Moab, wo davor Naomi gelebt hat, herrschte eine Hungersnot und auch ihr Mann, nämlich Elimelech, war gestorben. Naomi schickt eigentlich ihre Schwiegertöchter zurück, aber Ruth entscheidet sich klar, mit Naomi zu gehen, und deshalb gehen sie zusammen nach Bethlehem. Und hier ist einmal die Reiseroute von Ruth und Naomi. Und so in heutiger Zeit würde man, glaube ich, so gehen. Eigentlich gibt es eine viel längere Route, da muss man oben lang gehen, aber das wäre so die Route. Das sind so Bilder von Moab und von Bethlehem. In Kapitel 2, das handelt dann in Bethlehem, Ruth geht auf die Felder von Boas und sammelt die übrig gebliebenen Ähren auf. Boas hört davon, aber schickt Ruth nicht weg, sondern zeigt Ruth sogar auch noch Trinken. Ruth bedankt sich bei Boas für seine Gnade, und am Abend hat sie einen Scheffel Gerste für sich und für Naomi. Und als Naomi das sieht, freut sie sich über Ruths Erfolg, und Ruth hält sich weiterhin bei dem Ehrenlesen, und nach der Ernte bleibt sie auch weiterhin bei Naomi. Kapitel 3 gibt Naomi Ruth den Auftrag, dass sie sich in der Nacht zu Boas legen soll, damit er ihr sagt, was sie tun soll. Ruth gehorcht dieser Forderung, und Boas gibt ihr dann schließlich, als er aufwacht und ihr sagt, dass er versuchen wird, sie zu lösen, aber zuerst an engeren Verwandten fragen muss, gibt er ihr auch noch 6 Maß Gerste und lässt sie anschließend zurückgehen. Ruth kommt zu Naomi zurück und sagt ihr alles, und Naomi versichert ihr, dass Boas noch an dem Tag etwas tun wird, denn sonst kann er nicht schlafen. Ein Zwischenmerkmal ist, Kapitel 2 und 3 sind ziemlich ähnlich aufgebaut. Und zwar der Anfang ist, dass Ruth und Naomi einen Plan schmieden, wie sie vorgehen werden. Und
Die Folge von diesem Plan ist dann, dass Ruth und Boas sich treffen und am Ende freuen sich Ruth und Noemi darüber, was passiert ist. In Kapitel 4, das ist das letzte Kapitel im Buch Ruth, geht Boas zu dem engeren Verwandten und fragt ihn, ob er Ruth lösen will. Als er dann erfährt, dass er dann Ruth heiraten muss, lehnt dieser ab und überlässt diese Aufgabe dann Boas. Und es gibt auch jede Menge Zeugen davon, damit alles stimmt. Und Boas heiratet dann Ruth und Ruth wird schwanger und gebärt einen Sohn, nämlich Obed. Und dieser Obed ist der Opa von König David, von dem wir eben einen Teil gehört haben. Und von David stammt auch Jesus ab und so sind Ruth und Boas durch ihren Glaubenshochzeit die Urgroßeltern von David geworden. Hier ist nochmal ein Stammbaum. Ja, und jetzt noch ein paar nähere Infos zu Ruth. Sie war eine Witwe, arm, eine Moabiterin und in Bethlehem ein Fremdling. Ihr Name bedeutet Erquickung, Schönheit, schöner Anblick oder Freundschaft. Man ist sich zwischen diesen drei Wörtern nicht sicher. Ihr Charakter war, dass sie klug, gehorsam und auch treu war. Also sie zeigte oft ihre Loyalität. Und diese Loyalität zeigt sich an mehreren Stellen des Buches. Und sie hatte auch einen starken Glauben an Gott. Eigentlich lebte sie ja in der Richterzeit und da gab es keinen König und die Leute lebten so, wie sie wollten. Aber Noemi hatte Glauben an Gott und Ruth hat es dann von ihrer Schwiegermutter gelernt. Und ihre Entscheidung in dem Leitvers, den wir hatten, konnte sie aufgrund ihrer Beziehung zu Gott treffen. Und sie kam aus dem persönlichen Glauben zu Gott. Und ja, ihre Loyalität ist ziemlich wichtig. Als Boas von ihrer Entscheidung in Kapitel 1, Vers 16 hörte, bat er Gott, sie um dieser Entscheidung willen zu belohnen. Und Boas handelte auch loyal gegenüber Ruth und ihrer Familie, indem er eine Schwagerehe einging. Also ja, das war eine Sitte, nach welcher der Bruder oder ein anderer Verwandter einer kinderlos Verstorbenen, dessen Witwe heiratete. Und dies führte dann zur Wiederherstellung der Familie, wodurch sie sogar zum Stammbaum Jesu eingehen konnten. Ja, was zum Fazit, was ich von Ruth lerne. Einmal ihren Gehorsam und auch ihre Entschlossenheit. Ich darf gemäß der Mission Gottes aus Markus 6,37a, die ich von Kind auf bekommen habe, gehorsam sein. Und ich darf auch entschlossen dem Werk Gottes dienen, indem ich zum Beispiel zwei Bibelstürmteams bilde und Ruths Entscheidung in dem Leitvers, dein Gott ist mein Gott, da durfte ich noch mal kennenlernen, dass der Gott meiner Eltern auch mein Gott ist und dass ich das geistliche Erbe empfangen habe. Und wenn wir bereit sind, uns nach Gottes Vorstellung zu richten, wird er sich den Umgang zwischen Menschen wünscht, dann hat das immer positive Auswirkungen auf die Beteiligten. Und deshalb dürfen wir auch nach dem Plan und der Mission Gottes leben und nicht nach unserer eigenen Vorstellung. Dann dürfen wir auch den überreichlichen Segen Gottes erfahren. Der Gott unserer Eltern und der Glaubensvorgänger ist auch unser Gott und ist das geistliche Erbe, was sie uns hinterlassen haben, was wir auch weitergeben dürfen. Und trotz gottloser Zeit setzt Gott seine Heilsgeschichte seines Volkes weiter fort und gebraucht auch seine Leute dafür und er wird auch uns dafür gebrauchen. Ja, das ist den Leitvers, den möchten wir noch einmal gemeinsam lesen. Bitte. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen soll und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dankeschön.